Hanna Dette will ihren Sohn weder in die Schule gehen lassen, noch impfen. Aber zuerst einmal, wer ist Hanna Dette eigentlich? Das ist eine Frau, deren YouTube-Kanal sich um die Suche nach dem perfekten Leben dreht. Sie ist Veganerin, reist viel und versucht aus dem System auszubrechen. Bis jetzt klingt das ja gar nicht so schlecht. Allerdings gibt es dann auch noch ein paar negative Punkte an ihr. Punkt 1. Argumentation. Ich bin kritikfähig, absolut. Ich kann mit Kritik auch sehr gut umgehen. Hanna Dette legt sich immer alles so zurecht, wie sie es braucht. So macht sie zum Beispiel ein Video über Hater, in dem sie zugibt, dass sie die Videos, die sie kritisiert, nicht einmal gesehen hat. Trotzdem will sie die Videos sperren lassen. Und es haben mir ein paar die Links geschickt und haben gesagt, hey Hanna, guck mal, was die da machen, das ist doch Rufmord. Und die erzählen so eine große Scheiße einfach da draußen. Ja, ich weiß, dass es die Videos gibt, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich guck die nicht. Ich will's nicht, ich will nicht 10 Minuten meiner Zeit opfern für irgend so einen Scheiß, den jemand daher quatscht. Also wenn ich in Deutschland wäre, dann hätte ich die Möglichkeit, jeden Einzelnen zu verklagen. Punkt 2. Ihr Sohn Osmo. Ihr Sohn Osmo soll nicht geimpft werden, da sie Angst hat, dass er davon krank wird. Dass die Chance, dass er ohne Impfung krank wird, viel größer ist, ist ihr egal. Auch hier legt sie sich alles so zurecht, wie sie es braucht. Sie ist besser informiert als die Hater. Als Quelle für diese Behauptung gibt sie das Internet an, dem man laut ihr besser vertrauen kann als Ärzten, da diese von der Pharmaindustrie bezahlt werden. In die Schule soll Osmo auch nicht gehen. Er soll von ihr lernen, während sie reisen. So soll er zum Beispiel in englischsprachige Länder reisen, um Englisch zu lernen. Das ist generell ja keine schlechte Idee, allerdings hat es einen Grund, warum es fast überall auf der Welt die Schulpflicht gibt. Als Mutter steht man anders zu seinem Kind, als eine neutrale, unabhängige Lehrerin es tut. Hinzu kommt, dass man einen Schulabschluss braucht, um berufliche Chancen zu haben. Punkt 3. YouTube Money. Um ihren Traum von einem besseren Leben zu verwirklichen, hat sie ihren Job aufgegeben. Sie lebt jetzt von YouTube. Das Problem ist, dass sie mit YouTube nur 100 bis 300 Euro im Monat verdient. Das reicht leider nicht zum Leben. Den Rest soll ihre Community bezahlen. Punkt 4. Qualität. Ein Punkt, den man völlig objektiv betrachten kann. Sie cuttet die Videos nicht und lädt sie nicht mal in HD hoch. Meist sitzt sie nur irgendwo und verbreitet ihre abstrakte Meinung. Quellen gibt sie nie an. Abschließend bleibt zu sagen, dass mir persönlich egal ist, was andere tun, solange sie niemandem schaden. Aber für Osmo wünsche ich mir, dass jemand eingreift.